Sie haben nicht mal die Telefonnummer von Christian Lindner. Sie wissen nicht, was in den Koalitionsgesprächen oder Sondierungsgesprächen geredet wird. Sondierungsgesprächen. Was machen Sie gerade eigentlich? Ich bereite mich beispielsweise auf Koalitionsverhandlungen, so sie denn kommen, vor in meinen Zuständigkeitsbereichen, ja, in der Hoffnung, dass ich da dann mitverhandeln darf. Und ansonsten bin ich jetzt frisch gewählter Abgeordneter. Das heißt, ich gehöre zu den vielen, die im Moment gerade einfach auch damit beschäftigt sind, ihre Arbeitsfähigkeit, ja, in diesem neuen Bundestag überhaupt erstmal herzustellen. Die User-WhatsApp-Gruppe einrichten? Na, WhatsApp nicht. Das ist ja viel zu unsicher für die Kommunikation. Was nutzen Sie? Telegram? Ja, das ist jetzt natürlich albern, weil das überhaupt nicht viel sicherer ist. Aber auf jeden Fall gibt es diese gemeinsame Kommunikation. Genau. Aber die beschränkt sich im Moment vielfach darauf, Kolleginnen und Kollegen zu helfen, die sich verlaufen haben. Es gibt eine User-Chat-Gruppe, ja, innerhalb der SPD. In der Fraktion meine ich jetzt. Das, ja, gab es ja immer schon, ne? Die User-Gruppe insgesamt. Aber jetzt auch in dieser neuen Fraktion gibt es das auch. Es gibt so eine Chat-Gruppe, genau. Ja. Soll diese User-Gruppe eine besondere Rolle spielen? Nee, weil wir sind alle Teil. Organisieren Sie die als ehemaliger User-Chef, als sozusagen das Großhirn dieser Users, das ehemalige? Kleiner hatten wir es heute nicht im Angebot, oder? Nee, ich werde Ihnen gleich sagen, ich wollte Mastermind sagen, aber da habe ich gedacht, immer diese Anglizismen, das brauchen wir jetzt hier nicht. Ja. Weil wir, ich versuche nur gerade rauszuarbeiten, wissen Sie, Sie kommen jetzt heute hier so ein bisschen daher, wie jemand, der wie so ein scheues Reh gerade das erste Mal diesen Bundestag betritt und so mit der Konsistenz eines weißen, flauschigen Kaninchens, der psychischen hier so. Das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass ich da noch gar kein Büro habe, in dem ich grade arbeiten kann. Ich habe gerade eine Doku gesehen, bei den Kollegen vom NDR war das. Und da habe ich nicht schlecht gestaunt. Da dachte ich, wow, Kevin Kühnert, das ist der größte Strippenzieher, den die SPD seit langer Zeit gesehen hat. Das dachte ich. Ist ein Kompliment, oder nicht? Das kommt jetzt auf die Perspektive an, aber ich würde die These nicht teilen. Wenn Sie das selber sehen, wie Sie damals Ihre beiden aktuellen Parteivorsitzenden, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, wie Sie die gebrieft haben, kurz bevor Sie zu Vorsitzenden gewählt wurden, wie geht es Ihnen da? Sie spielen ja an auf eine paar Sekunden lange Szene. Das war vor der Stichwahl um den Parteivorsitz, genau, der SPD. Und es gab, glaube ich, bei den Kollegen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland so eine Diskussionsveranstaltung abends, wo die beiden Paare miteinander diskutiert haben um den richtigen Weg für die SPD. Und wir hatten eine lange Besprechung, nicht nur darüber, sondern generell über die Kampagne, die, das ist ja hinlänglich bekannt, ich und die Jusos ganz eng begleitet und unterstützt haben. Es ist überhaupt auch nichts dagegen. Eng begleitet ist eine schöne Formulierung, genau, schönes Narrativ in dem Zusammenhang. Ein Teil dieser sicherlich 3 Stunden, die wir da gesessen haben, bestand darin, dass wir uns auch mal dann irgendwann überlegt haben, was könnte jetzt gleich in dieser Diskussion passieren. Es könnten Fragen sein, wir könnten Antworten sein. So wird ja jeder, auch wenn jetzt diese TV-Duelle oder Trielle vor einer Bundestagswahl stattfinden. Die meisten, die dort antreten, gehen vorher auch mal in so eine Trainingssituation und lassen sich von ihren Teams sozusagen mal ein bisschen in die Mangel nehmen, um zu gucken, besteht man da am Ende drin. Das haben wir auch gemacht. Das heißt aber nicht, dass ich den beiden einen Sprechzettel mitgegeben habe. Frau Bobrowski, wie ging es Ihnen, als Sie das gesehen haben? Wir gucken gleich rein, aber ganz kurz nur Ihre Einschätzung. Das ist wirklich spannend. Ich war auch überrascht, vor allem weil ich meine, natürlich sind die beiden, Norbert Walter-Borjans schon eher als Saskia Esken, aber die waren natürlich, das war eine wichtige Geschichte für die und die waren in dieser Liga, sage ich mal, noch nicht erfahren, also noch nicht auf bundespolitischer Ebene. Und deswegen, dass sie Rat annehmen, ist irgendwie richtig und verständlich. Und Kevin Kühnert ist ja, wie Sie sagen, Strippenzieher, ein auch erfahrener Stratege und trotzdem natürlich in Jahren und so weiter deutlich jünger. Und ich fand es schon interessant zu sehen, wie also beide da saßen und sozusagen sehr zugehört haben, sich, glaube ich, auch Notizen gemacht haben, ja, und so weiter, wie Mastermind spricht. Und man, also im Grunde wie 2 Schüler, die dem Lehrer zuhören und sagen, ah, so muss ich es gleich machen, dann klappt es. Und das fand ich schon, also auch, und dass sie sich insbesondere natürlich dabei filmen lassen. Ja. Also, dass sie es zulassen, dass dieses Bild nach außen dringt, dass sie eigentlich, und insofern, wenn man das gesehen hat, dann kommen einem diese Titel, die es ja damals zuhauf gab, ja, der heimliche Parteivorsitzende und sowas, kommen einem dann wieder in den Sinn und dann denkt man, aha, ja, also interessant, wie groß tatsächlich, und das belegt die Szene, der Einfluss ist. Genau, also jetzt haben wir es sehr groß angejingelt sozusagen. vielleicht muss man so einleiten, Kevin Kühnert macht Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Schauen wir mal.
Wie oft haben Sie das geübt? Wie geübt? Wie oft haben Sie das mit den beiden geübt? Gar nicht, das ist ja auch keine Übung, die wir da machen, sondern... Sie sagen ihm, wie sie lächeln sollen. Gute Laune. Das ist einfach, das ist ja damals eine Ausgangslage gewesen, um die es ging. Die SPD war in einer beschissenen Ausgangslage. Wir hatten eine quälend lange halbjährige Suche nach Vorsitzenden hinter uns und das waren die letzten Meter. Da ging es jetzt wirklich um die Stichwahl am Ende. Das ist jetzt Ihre Interpretation, aber natürlich stand da auf der einen Seite stand eben ein Duo, bei dem der prominenteste Kopf, Olaf Scholz, ein Mitglied der Regierung war und auf der anderen Seite standen die beiden, die, wie wir ja richtig gesagt haben, nichts zu verlieren hatten in dem Prozess. Und natürlich, das hätte Ihnen jeder dahergelaufene Hobbystratege sagen können, natürlich muss man das als Vorteil in so einer Situation ausspielen und deutlich machen, wir argumentieren hier frei von den Zwängen einer Regierung. Wir können hier einen Ideen- und Fantasieüberschuss auch produzieren in so einem Rennen. Ideen- und Fantasieüberschuss? Ja, natürlich, na klar. Das ist doch der Vorteil von Leuten, die eben nicht in einer Regierungsdisziplin eingebunden sind. Das war ja einer der Gründe, weshalb wir als Jusos damals gesagt haben, wir unterstützen die beiden, weil wir es für notwendig gehalten haben, dass Parteispitze und Regierung voneinander getrennt werden. Und sowas muss man dann natürlich auch rausarbeiten. So, okay. Aber Sie sehen ja selbst an den Szenen, die ich gar nicht weiter kommentieren will, weil die sprechen ja für jeden für sich. Es geht da um stilistische Fragen. Was ja zu keiner Zeit stattfindet, ist, dass ich irgendwem sage, was er oder sie inhaltlich sagen soll. Tatsächlich. Es geht um Respekt. Es geht darum, wie man argumentiert. Und dann kommt das Gegenargument. Die Leute sagen mir, der Olaf soll es nicht machen. Oder Olaf ist böse auf mich, weil ich die SPD angeblich kleinrede und so weiter. Das ist ein authentischer Einblick in die Situation, sie damals in den Maschinenraum der Macht. Ja, gut, so müssen Sie es jetzt apostrophieren, das verstehe ich schon. Aber es ist einfach, so laufen dann eben solche Prozesse ab. Es gibt da jetzt auch gar nichts, also ich werde mich jetzt auch nicht dafür entschuldigen. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Finden Sie schlimm, gut, dass das in der Doku ist, dass das so zu sehen ist? Nein, also wir wussten ja alle zu jeder Zeit, worauf wir uns einlassen. Es wurde ja niemand durch einseitig verspiegeltes Glas gefilmt, sondern alle, die da drin zu sehen sind, wissen, worauf sie sich eingelassen haben. Ich habe ja bewusst für dieses Projekt eingeschlagen und mich da 3 Jahre begleiten lassen, weil ich es wichtig finde, Sie sprachen diese Hausaufkardisierung vorhin an, dass dieser Politikbetrieb, der von ganz vielen Mythen lebt und Wunder, was da nicht alles angeblich den ganzen Tag passiert, dass Leute gelegentlich die Möglichkeit kriegen, mal hinter die Kulissen zu gucken und zu sehen, wie läuft es eigentlich wirklich ab? Manchmal auch sehr unspektakulär. Ach Mensch, der Kühnert hat gar nicht die Telefonnummer von dem Lindner. Die treffen sich nicht alle jeden Tag miteinander und kennen sich seit 100 Jahren. Das, glaube ich, sind Dinge, die vielen so nicht zugänglich sind. Und dazu sollte diese Doku oder dieses Projekt beitragen. Und dafür nehme ich auch gerne in Kauf, dass ich an manchen Stellen dann nicht so pralle aussehe. Ist doch völlig in Ordnung. Ja. Naja, also House of Cards sind in dem Moment Sie. Das ist das, was da gerade passiert. Dann haben Sie aber nicht House of Cards geguckt, wenn Sie glauben, dass das House of Cards ist. Wenn das so passiert vor laufenden Kameras, dann ahne ich, was ohne laufende Kameras noch passiert. Wir schauen mal ganz kurz rein. Der Moment des Triumphs, als es dann geklappt hat und die beiden tatsächlich SPD-Parteivorsitzende sind. Was haben Sie damit gemeint? Es wird schwierig werden, aber wir werden noch sehr viel Spaß mit ihr haben. Mit Saskia Esken. Genau so gemeint gewesen, wie es, also es ist ohne doppelten Boden, die Aussage. Versteht sie Spaß? Hallo, versteht die Spaß, na klar. Ja. Wir hatten zwischendurch den Eindruck, dass sie nicht so richtig Spaß versteht. Ich habe sie hier mal wirklich spaßeshalber als das Maskottchen der SPD bezeichnet. Daraufhin hat sie direkt den nächsten Termin abgesagt hier bei uns. Ja. Bis heute. Und dann aber hat sie gezeigt, dass sie sehr viel Spaß versteht, mittlerweile irgendwie offenbar auch sehr viel Selbstironie entwickelt hat. Es gab dann noch mal eine andere Situation, wo sie der Meinung war, ich hätte sie beleidigt, was aber gar nicht so war. Es war eine sehr liebevolle Beschreibung. Und sie sagte dann, wir stellen jetzt die Uhr auf null. Ab jetzt 3 Monate, wenn Sie es durchhalten, mich 3 Monate nicht zu beleidigen, komme ich zu Ihnen in die Sendung. Das heißt, bei uns läuft sozusagen gedanklich die ganze Zeit eine Saskia-Esken-Uhr rückwärts mit, in der Hoffnung, dass wir es 3 Monate durchhalten. Wann sind die 3 Monate abgelaufen? Wir sind uns nicht sicher, ob zwischendurch schon wieder genullt wurde, aber heute, vielleicht fängt es heute wieder an. Okay, ich werde ein gutes Wort einlegen. Ja. Es ging um eine Geschichte, das war eine Veranstaltung der Zeit, da wurde ich von Giovanni Di Lorenzo gefragt, welches Lied mir zur SPD einfallen würde und ich sagte Abenteuerland von Pur
und sagt, da heißt es in dem Lied, der Eintritt kostet den Verstand. Und das hat sie irgendwie nicht so richtig gut aufgefasst. Aber es ging eigentlich gar nicht gegen sie. Wenn Sie also ein gutes Wort für uns einlegen könnten, fände ich sehr, sehr schön. Mhm. Wenn sehr, 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 überlege sehr ich mir dann noch mal am Ende. Ja, mal Narrative. So, jetzt hat man es geschafft. Jetzt hat man diesen Olaf Scholz, den man partout nicht wollte, jetzt hat man ihn da weggeboxt von der Parteispitze. Und plötzlich geht es an die Frage, wer wird jetzt Kanzlerkandidat? Und dann muss man plötzlich genau auf diesen Olaf Scholz zurückgreifen. Wie erklärt man das den Leuten? Wie erklärt man den Leuten, der Mann, für den wir gestern alles getan haben, um ihn zu verhindern, ist jetzt unser Kanzlerkandidat, nicht gut genug für die SPD, aber gut genug für Deutschland? Gut, die Argumentation ja kenne ich jetzt seit 2 Jahren. Sie wird nicht besser, wenn man sie zum 100. Mal wiederholt. Aber sie ist ja richtig. Die Freude, die da eben zu sehen war, die ja ehrlich und authentisch ist, die war darin begründet, dass das Du, was wir unterstützt haben, die Wahl gewonnen hatte. Und nicht, dass jemand anderes sie verloren hatte. Sicher? Ja, selbstverständlich. Sicher? Ja, es ging, und dahinter liegend ging es um das Prinzip, nach dieser langen, quälenden Zeit der Auseinandersetzung in der SPD, mit dem Rücktritt von Andrea Nahles, vorher mit der Auseinandersetzung um die Große Koalition, dass wir tief davon überzeugt waren, und ich glaube, heute sind es noch ein paar mehr in der SPD, die davon überzeugt sind, dass es richtig war, Vorsitz und Regierung voneinander zu trennen. Soll es auch so bleiben? Das hielte ich zumindest im Rahmen einer Doppelspitze, ist das ja möglich, das so zu gewährleisten, dass das wenigstens teilweise der Fall ist. Das heißt, das halte ich für, was heißt für sinnvoll. Das? Was heißt das? Scholz und Eske? In Zukunft Parteichefs? Ich werde jetzt keine Personalplanung hier mit Ihnen machen. Aber denkbar für Sie? Dass ich keine Personalplanung mache, heißt weder, dass ich Ihre Annahme bestätige, noch der widerspreche, sondern das ist hier Sie nicht. Sie haben es ja gerade selber aufgebracht. Ne? Das war jetzt, ich frage nur nach. Nö. Sie haben mich völlig unabhängig von Personen gefragt, ob eine Trennung von Regierung und Partei weiterhin sinnvoll wäre. Und ich finde, im Grundsatz hat sich das bewährt. Ich glaube auch, das sehen viele in der SPD so. Wir sind gut mit dieser Aufteilung gefahren, aber eben nicht mit einem Gegeneinander. Die Parteispitze hat sich anschließend nicht auf Kosten der Leute in der Regierung profiliert. Okay, aber sie konnten freier agieren und waren auch so frei, am Ende jemanden aus dieser Regierungsmannschaft vorzuschlagen, was uns letztlich, das haben wir uns auch damals schon an 3 Fingern abzählen können. Wir wussten ja, welches Personal in der SPD zur Verfügung steht. Wir wussten, dass in der Amtszeit von den beiden eine Bundestagswahl stattfinden würde und dass wir dafür eine Spitzenkandidatur auf den Weg bringen müssten. Und das haben ja Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, glaube ich, direkt im Januar 2020, kurz nach ihrer Wahl, in einem Interview gesagt, dass sie selber auch dafür auf keinen Fall zur Verfügung stehen. Auch das war ganz schnell festgestellt. Und dass der Vizekanzler dann derjenige ist, auf den sich die Blicke auch von uns richten, das ist doch ganz logisch gewesen. Was wir gerade hören, Frau Wurz, ist das das Paradebeispiel eines perfekten politischen Narrativs? Also der Satz von vorhin, das Zitat, das ist ein schmaler Grat zwischen einem guten politischen Narrativ und Scheiße für Gold verkaufen. Das will ich jetzt an dem Punkt so gar nicht in die Diskussion reinbringen. Aber dieses Narrativ, die Selbstverständlichkeit, mit der Kevin Kühnert gerade sagt, ist auch selbstverständlich, der Vizekanzler, als sei das Natur und Gott gegeben, dass der natürlich der Kanzlerkandidat der SPD wird. Genau, und das nochmal. Narrativ hinkt natürlich an der einen oder anderen Stelle. Zum einen hätte es natürlich noch andere Kandidaten gegeben. Also im Gespräch war ja durchaus auch der Fraktionsvorsitzende Rolf Mütze nicht, jedenfalls mal eine Zeit lang. Zum anderen ist natürlich auch an der Stelle, wo Sie sagen, Herr Kühnert, wir waren nie gegen Olaf Scholz. Das ist natürlich auch sehr kurz gegriffen. Ja? Also Sie haben ja überhaupt dieses Duo Esken Walter Borjans aufgestellt, um Olaf Scholz zu verhindern. Das ist ja auch wirklich überhaupt gar kein Geheimnis. Weil Olaf Scholz natürlich, und es gibt auch gute Gründe dafür damals, aus jedenfalls strategisch-taktischer Sicht, wenn man sagt, man muss die SPD wieder mehr eigenes linkes Profil verschaffen, ja, also möglicherweise aus der GroKo aussteigen und so weiter. Da war Olaf Scholz natürlich für so ein Ansinnen nicht der Richtige. Der, wie wir ja nicht vergessen dürfen, Architekt der Agenda 2010 ist, die massiv von Ihnen und anderen in der SPD bekämpft wurde. Und mittlerweile ist das ja Grundkonsens. Und Olaf Scholz hat ja auch, sag ich mal, seine Meinung. Was er wirklich denkt, wissen wir nicht. Aber in der Politik hat man natürlich auch, braucht es einen gewissen Pragmatismus und Macht anzuerkennen. Und das ist, glaube ich, gilt für beide Seiten. Olaf Scholz hat festgestellt, dass er, was er wirklich denkt und ob er nicht auch vielleicht sieht, dass
ohne die Agenda 2010 Deutschland, wer weiß, wo stünde, und dass es durchaus auch seine guten Seiten hatte. Ich weiß nicht, ob Olaf Scholz das denkt. Ich würde es mal vermuten. Aber er sagt es nicht, weil er weiß, dass er an seiner eigenen Partei damit keinen Blumentopf gewinnen kann. Und umgekehrt war es für Sie natürlich so. Irgendwann muss man anerkennen, wenn alles auf Olaf Scholz hinausläuft und das ganz klar derjenige ist, der in der Corona-Politik so prominent war und so gut ankam beim Volk insgesamt, dann kann man keinen Blumentopf damit gewinnen, wenn man versucht, ihn zu verhindern. So, und dann muss man sich halt, und so funktioniert Politik, ja, den um nicht das Wort alternativlos zu benutzen, ja, den Bedingungen, die Bedingungen akzeptieren und damit weitermachen. Ja. Das heißt, Olaf Scholz war ein großartiger Kandidat, Herr Kühnert? Naja, für die entscheidende Gruppe, nämlich Wählerinnen und Wähler, ist er schon mal ganz offensichtlich. Genau, für Sie auch? Herr Goldrich, ja, natürlich. Ein richtig toller Kandidat. Warum sollte er das nicht sein? Frag nur. Der beste aller denkbaren Kandidaten. Das ist eine komische Kategorie. Das würde ich auch bei niemand anderem jetzt so unterschreiben, weil was soll das? Aber Sie waren immer der festen Überzeugung, Olaf Scholz ist der absolut beste Kanzlerkandidat immer für die. Ja, frage ich. Naja, nein. Sie haben ja gesagt, Narrativ bestünde da drin, genau, etwas, was man früher ganz anders gesehen hat, beim selben Sachverhalt dann später anders zu kommentieren. Und hier will ich gerne zugestehen, in dieser Phase vor der Stichwahl insbesondere oder am Rennen um den Parteivorsitz, auch wenn es mir tatsächlich um die beiden, die dann Vorsitzende geworden sind, gegangen ist und um deren Programm, da ist auch von mir und von den Jusos mitunter ungerecht mit Olaf Scholz umgegangen worden. Da sind Kommentierungen auch drüber gewesen, da sind Verdammungen härter ausgefallen, als sie hätten sein müssen. Da wurden sozusagen inhaltliche Auseinandersetzungen oder Streitpunkte, die wir hatten, das gibt es gar nicht zu bemänteln, sind persönlicher ausgefochten worden, als das hätte sein müssen. Tut Ihnen das leid? Das ist ja mal so ein bisschen billig, im Nachhinein dann zu sagen, es tut mir leid, weil man war ja selber daran beteiligt. Und das würde ich in einer vergleichbaren Situation... Bereut man das möglicherweise? Es hat uns ja am Ende allen miteinander nicht so geschadet, ich glaube, es hat uns eher geholfen, dieses Bad, durch das wir da gegangen sind in diesen ganzen Monaten, uns danach zusammenzureißen. Das haben wir dann auch als Präsidium, als neu gewähltes, Anfang 2020 getan und haben uns einfach ein Missionsziel für unsere Amtszeit gegeben und gesagt, wir wollen diese Bundestagswahl, was damals eine irrsinnig kühne Ansage war, öffentlich wäre man ausgelacht worden, wir wollen diese Bundestagswahl gewinnen, wir wollen mindestens das Ergebnis vom letzten Mal eher besser holen und eine Regierung anführen. Und das haben wir uns in ganz kleiner Runde alle miteinander gegenseitig geschworen, dass wir dem alles unterordnen wollen. Und das heißt eben auch die persönlichen Vergangenheiten, die man miteinander hat, dem unterordnen wollen. Und das haben wir dann konsequent fast 2 Jahre jetzt gemacht. Und das ist die Chemie, die zu diesem, die Voraussetzung für diesen Wahlerfolg geschaffen hat. Narrative. Es geht um die Frage, wie verkauft man das den Leuten dann plötzlich und sagt, Mensch, Olaf Scholz, das ist genau unser Mann. Nee, es geht auch darum, selber zu lernen. Darum geht es schon auch. Ja, wenn aber einfach nur alle stehen bleiben auf ihrem Standpunkt, das wird am Ende nicht Erfolg haben. Es gibt noch einen letzten Ausschnitt, sehr interessanter Moment in dieser Dokumentation. Wie Sie erfahren, was ist die Situation? Sie erfahren, dass Olaf Scholz als Kanzlerkandidat bekannt gegeben wird. Genau. Und offensichtlich, im August letzten Jahres gewesen. Und offensichtlich waren Sie nicht darüber informiert, wie schnell das vonstatten ist. Sie waren überrascht davon. Der Tag war nicht vor, also es wurde spontane Gremiensitzung eingeladen und da wurde das. Okay, und dann, wir schauen mal ganz kurz rein. Das war Ihre Reaktion darauf. Privilegierte Partner, da waren Sie richtig sauer. Klar war ich da sauer. Und jetzt muss man einmal die Ebene damals und die Ebene heute auseinandernehmen. Ich war damals Juso-Vorsitzender. Aus der Funktion heraus bin ich völlig zu Recht auch sauer gewesen. Und trotzdem würde ich heute sagen, aus voller Überzeugung, die haben es genau richtig gemacht. Denn heute wissen wir ja auch, wie es abgelaufen ist. Die haben sich in der Fünferrunde, die beiden Parteivorsitzenden, Olaf Scholz, Rolf Mützenich und Lars Klingbeil, einige Wochen vorher zusammengesetzt, haben das, wovon wir alle wussten, dass es passieren wird, nämlich dass der Olaf Scholz ausgerufen wird als Kanzlerkandidat, das haben sie miteinander vereinbart. Und sie haben es ja quasi zu einer Art Probe aufs Exempel gemacht, dass diese Botschaft von niemandem von ihnen nach außen dringt. Also es sollte die Probe sein, ob man sich wirklich aufeinander verlassen kann. Dass niemand auch nicht mit dem engsten persönlichen Umfeld darüber spricht und man die Öffentlichkeit überrascht. Und dann ist es völlig logisch, dass
auch keine Ausnahmen davon gemacht werden und auch nicht und mit vorgehaltener Hand und komm, ich sag's dir als Ausnahme. Aber worüber waren Sie sauer? Geredet wird. Darüber, dass es Olaf Scholz wurde oder nein, waren Sie sauer darüber, dass Sie es nicht wussten? Nein, hier ging es nicht um die Entscheidung für Olaf Scholz. Das war zu diesem Zeitpunkt vollkommen klar, okay, dass er es sein würde, sondern also die Telefonsituation, wo ich draußen stehe und spreche, da bin ich in der Telefonkonferenz und spreche mit dem Juso-Bundesvorstand zu dieser Zeit, ne, die natürlich also deswegen okay, so eine Dokumentation. Es geht darum zu zeigen, wie die Mechanismen ablaufen. Ja. Da stehen Juso-Landesvorsitzende und Bundesvorstandsmitglieder und glauben mir zum Teil eben gar nicht, dass ich nicht involviert gewesen bin. Das heißt, ich versuche denen deutlich zu machen, ich wusste wirklich nichts davon. Ich habe euch nicht hier vorgeführt, sondern ich habe es selber heute Morgen erfahren. Und klar, sowas ist eine politische Drucksituation. Und es ist wichtig, sie mal in so einem Zusammenhang zu zeigen, um zu verstehen, wie die Mechanismen manchmal auch laufen. Ja. Verstehe jetzt, warum die Kollegen vom Spiegel dieser Tage schrieben, für Kühnert gibt es jetzt genau zwei Möglichkeiten. Entweder er jagt die SPD in die Luft oder er wird irgendwann Kanzler. Frau Bobrowski, sehen Sie auch so? Ich glaube nicht, dass Kevin Kühnert die SPD in die Luft jagen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Dazu ist er, wie soll ich sagen, zu strategisch klug. Dann würde er ja sein eigenes Gebäude, in dem er groß werden kann, zerstören. Ob er Kanzler wird, was sollen wir jetzt darüber reden? Jetzt wird mutmaßlich erstmal Olaf Scholz Kanzler, dann sehen wir weiter. Absolut. Ich glaube, interessant wird nur sein, und das wird man jetzt sehen, ja, inwiefern diese Jusos, die jetzt im Bundestag sitzen, und überhaupt die Jusos sich jetzt verhalten zu dieser Regierung. Sie sind 49 Leute. Diese 49 Jusos, wobei vielleicht auch, also es heißt auch, einige gehen möglicherweise auch zum Seeheimer Kreis. Also vielleicht sind die auch alle, nicht alle jedenfalls so links, man wird es sehen. Und dann kommt es halt letztlich, also einerseits geht es natürlich um den Inhalt des Koalitionsvertrages und es geht darum, wie letztlich geschickt die Parteiführung sein wird, diese jungen Leute einzubinden. Und ich glaube, es gibt da ja schon bewährte Taktiken und Praktiken, ja, die man in der Vergangenheit gesehen, wie im Hintergrund Strippen gezogen werden. Ja, nicht nur das, sondern auch, wie man mögliche Rebellen oder künftige Rebellen frühzeitig domestizieren kann. Und da gibt es im Grunde zwei Mechanismen, die sich bewährt haben. Das eine konnte man bei Angela Merkel und Jens Spahn beobachten. Ja? Also die größten Kritiker, denen einflussreiche Posten geben, ihnen Verantwortung übertragen und ihn sozusagen als Teil des großen Ganzen machen. Das hat eine enorm disziplinierende Wirkung. Und zum anderen natürlich in der Programmatik denen entgegenkommen. Und das ist für die SPD-Führung jetzt insofern leicht, als viele der Forderungen der Jusos ziemlich jedenfalls entsprechend sind dem, was die Grünen fordern. Das heißt, wenn die SPD sich in diesem Punkt ein bisschen bewegt, dann schlagen sie insofern zwei Fliegen mit einer Klappe, dass die Grünen, einen Kompromiss mit den Grünen, und sie befrieden sozusagen die möglichen Rebellen in den eigenen Reihen. Soweit zur Theorie. Ja, ob das in der Praxis funktioniert und wie tragfähig das ist, wie dieser Burgfrieden, der jetzt geschlossen wurde, und so ein Erfolg hält natürlich zusammen, diszipliniert, wie lange das wirklich hält, wie geschlossen diese Partei wirklich ist und wie geschlossen sie hinter Olaf Scholz steht und all den harten Entscheidungen, die da kommen werden in den nächsten Jahren. Da ist es, glaube ich, jetzt tatsächlich, wo man noch nicht eine Zeile dieses möglichen Koalitionsvertrages kennt, zu früh zu sagen. Aber wir werden das mit Spannung verfolgen.